Ja, hallihallo, hallöle, hier ist wieder euer Trixie mit einem neuen Let's Play namens Quantum Break. Es war euer Wunsch und ihr bekommt es natürlich auch, so wie es sich gehört. Ohne groß Gelaber, legen wir mal los, würde ich sagen. Also, neues Spiel. Machen auf normal eine moderate Herausforderung, die empfohlene Einstellung für die meisten Spieler. Okay. Quantum Break Einsichten. Findet Quantenwellen und versteckte Inhalte in der Serie freizuschalten. Ach ja, zur Info. Ich kenne mich mit dem Spiel null aus. Ich habe mich überhaupt nicht informiert. Ich habe gar nichts gemacht. Also total blind für mich. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Nichts. Akt 1. Zeit ist die Todesursache. Die Zeit ist Todesursache Nummer 1. Sie kriegt Danke. Uns alle. Was Sie wissen müssen ist, die Zeit ist zerbrochen. Ein wachsender Riss führt zum Ende der Zeit. Und wir suchten was, um es in Ordnung zu bringen. Aber es ging schief. Paul Serene konnte uns aufhalten. Er hat Superkräfte. Jack? Wie ich auch. Wir versagten. Jack. Und natürlich gab es Zeitreisen. Jack. War das jetzt zu schnell? Okay. Was besprechen wir als erstes? Sagen Sie es mir. Nochmal von Anfang an. Als Sie zum ersten Mal zur Riverport-Universität kamen. Ich kam nach Hause, um meinen Freund Paul Serene zu sehen. Er wollte mir zeigen, woran er gearbeitet hatte. Mein Bruder Will war Wissenschaftler. Er war auch beteiligt. Paul meinte, es würde die Welt verändern. Er hatte recht. Wow. Hey, Mann! Pass auf, wo du hinfährst! Fick dich! Verschwinde von der Straße! Schlampe. Die Riverport-Universität. Wir sind da. Also grafisch sieht es schon mal aus. Auf jeden Fall. Danke, Kumpel. Kein Problem. Brauchst du ein bisschen Trinkgeld? Hey, dann eben nicht. Sie waren 6 Jahre weg. Paul und ich waren in Kontakt geblieben, aber mit Will nicht wirklich. Vieles hat sich verändert. Wie hat sich das für Sie angefühlt? Ich war glücklich, Paul wiederzusehen. Okay, schauen wir uns ein bisschen um hier. Das ist schon mal Paul. Aber ich schaue mich schon mal ein bisschen um. Wo sind wir denn hier? Ob gelandet hier? Was denn? Ey, gucken wir mal. Paul hat mir gesagt, ich soll zum Physiklabor kommen. Okay. Physiklabor. Juhu, ich bräuchte ein GPS. Das wäre nett. Finde Handlungsobjekt in der Welt, um tiefer in die Geschichte von Quantum Break einzutauchen. Du kannst die bereits eingesammelten Handlungsobjekte in Zeitstrangmenü T des Spiels ansehen. Interessant. Sehr viel Informationen. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Kann man das aufheben irgendwie? Schauen wir uns mal ein bisschen um hier. Bevor ich hier weitergehe, ich guck mal Müll. Gibt's hier lecker Bananen vielleicht noch? Nee. Mist. Dann gucken wir mal weiter. Ich hoffe mal, der Rechner überlebt das. Ich habe alles auf Ultra stehen. Ich bezweifle, dass er hier draußen ist. Ich gehe besser auf den Campus. Ja. Immer mit Ruhe, Junge. Wir schauen uns außerdem erstmal die Lage hier an. Ist doch trockenes Wetter, schöne stille Nacht. Ach, herrlich, die Atmosphäre gefällt mir auch sehr. Muss man einfach zugeben. Aber ich... Oh, hi. Guten Kann ich Morgen. Mit dir reden? Hm. Wie, guten Morgen? Wie viel Uhr haben wir denn eigentlich? 4 Uhr oder wie viel Uhr? Ist da eine Uhr? Hängt da eine Uhr? Ich kann es ja nicht lesen, was da steht. Oh, was ist das? Für leuchtendes... Achso, das sind Lampen. Ups. Ich dachte, es wäre irgendein Objekt, was ich aufheben kann. Das leuchtet extra für so dumme Spieler wie mich, die das dann direkt erkennen. Warte, wo sind wir denn hier überhaupt? England, hä? Huh? Wir sind bestimmt in England. Eindeutig. Also von den Straßen her und allem kommt das, denke ich, mal so hin. Ich frage mich auch, welches Zeitalter ist das jetzt? Ja, ich denke mal, es ist jetzt in der Gegenwart, also nicht in der Zukunft oder so. Gut, dann gehen wir mal rein in den Campus. Dann gucken, was hier Feines gibt. Oh,
Hey du! Paul, Jack. Ich bin gerade auf dem Campus angekommen. Wo steckst du? Wie schön, deine Stimme zu hören. Wenn du den Innenhof erreichst, dann schau nach rechts. Dort siehst du das schicke Physiklabor, in dem die Lichter an sind. Ich treffe dich dort drin. Ich freue mich so. Du hast mir immer noch nicht gesagt, worum es hier geht. Ich weiß. Bis gleich. Warum um 4 Uhr nachts? Warum nicht bis zum Morgen warten? Paul war schon immer etwas dramatisch. Danke für die Info, jetzt wissen wir es endlich. 4 Uhr morgens haben wir, super. Hey, du, unternimm etwas sofort. Monash Solution will den Stolz der Riverport University abreißen. Die wunderschöne und historische Bibliothek, in der sich zahlreiche Generationen Wissen angeeignet haben. Sie ist Teil unseres kulturellen Erbes. Aber es ist ihnen völlig egal. Willst du dich damit einfach abfinden? Natürlich nicht. Nun, unternimmst du etwas dagegen? Selbstverständlich. Zuallererst kannst du online gehen und unter Save the Library Dampf ablassen. Sie werden nur dann von der Sache Abstand nehmen, wenn der Druck der Öffentlichkeit zu groß wird. Zweitens kannst du an unserer Demo teilnehmen, die am 8. Oktober an der Uni stattfindet. Zeigen wir ihnen, dass es noch Menschen in Riverport gibt, denen nicht alles egal ist. Okay. Interessant zu wissen. Missionsziele. Drücke Tab, um deine aktuellen Missionsziele anzuzeigen. Okay, begib dich zum Physiklabor. Jo, mach mal. Oh, 2 von 6 sind es sogar. Da werden wir also hier noch welche finden. Oh. Das ist ziemlich unheilvoll. Ja. Was soll das denn darstellen überhaupt? Egal, wir haben auf jeden Fall was gefunden. Ich weiß nur nicht, ob das zählt. Das weiß ich leider nicht. Das werden wir noch erleben. Oh, da ist noch was. Oh, hi, du Schlafmütze, aufstehen. Tolle Demo. Ach, wir haben den 8. Wow, eine Person. Respekt, also muss ich einfach zugeben. Hey, wo geht es hier zum Physiklabor? Sie meinen die riesige Metallschildkröte hinter mir? Komm zu verfehlen, Mann. Danke. Oh! Riesending. Warum gibt es hier eigentlich ein Echo? Please go around. Schatz, können wir jetzt nach Hause? So. Hier ist Bobby Redford am Ende seiner Nachtschicht. Wie geht es Ihnen da draußen, Bewohner von Riverport? Sind Sie noch unterwegs? Wachen Sie gerade auf? Oder gehen Sie zu Bett? Vielleicht schlafen Sie ja schon. Könnte ich Ihnen nicht verübeln. Es passiert momentan sowieso nicht viel in der Innenstadt. Außer Sie sind auf dem Campus der Riverport Universität, wo noch immer heftig gegen Monarch Solutions protestiert wird. Monarch möchte nämlich die alte Campusbibliothek abreißen und ein brandneues Gebäude hochziehen. Die Demonstranten glauben, dass dieses Gebäude zu unserem Vermächtnis gehört und Monarch nicht noch einen weiteren Teil Riverports für sich vereinnehmen darf. Ich persönlich stehe auf der Seite der Aktivisten. Ich bin mir sicher, dass Monarchs neues Gebäude bestimmt groß und glänzend wird. Aber ehrlich, da scheiße ich drauf. Ich liebe diese alte Bibliothek, auch wenn sie etwas marode ist. Ich mag, wenn etwas Charakter hat. Und Monarch, verdammt, die haben so viel Charakter wie ein brandneues Smartphone. Von mir aus können sie mich ein Hipster oder sowas nennen. Ich finde einfach, dass man kein klugscheißer Arschloch mit Biotonschuhen und einer ironischen Frisur sein muss, um ein nettes Restaurant mit Persönlichkeit einem weiteren Kettenrestaurant vorzuziehen. Aber so sehr es mir wehtut, das zu sagen, ich denke, die Sache ist gelaufen. Monarch wird die Bibliothek morgen abreißen, egal was wir dazu sagen. Sparen wir uns die Kräfte lieber für den nächsten Kampf. Denn ich bin mir sicher, dass sie mit unserer Stadt noch nicht fertig sind. Okay, ich habe ein bisschen eine Nebenrolle, weil du hast noch nicht mal Untertitel bekommen, du arme Socke. Das muss sein für heute. Es ist niemand mehr da, den du überzeugen kannst. Doch, mich! Die Proteste schienen völlig aussichtslos. Das machte mir die Studenten sympathisch. Hi, Amy, wie geht's dir? Hey, Schnucki, Wenn du zu dieser Studentenverbindung gehörst, gut gemacht, wir werden aufgelöst. Hey, ich komme in Frieden, ich treffe mich hier nur mit einem Freund. Um 4 Uhr morgens? Ja, jo. Ich weiß. Nun, wir leisten Aufklärungsarbeit in Sachen Monarch Solutions. Wenn du wissen möchtest, was sie so auf dem Kerbholz haben, dann frag mich einfach. Ja, warum nicht? Gut, klär mich auf. Okay. Was würdest du davon halten, wenn ein Monopolunternehmen deine Lebensgeschichte komplett durch den Dreck ziehen würde? So viel zu Smalltalk. Gut.
Denn die schicke Bibliothek dort drüben ist über 100 Jahre alt. Sie gehört zum historischen Erbe der Stadt. Und Monarch Solutions hat vor, sie morgen abzureißen. Möchtest du wissen, warum? Wir haben eine Grafik mit allen Details. Ui, ui, die will ich sehen. Die will ich sehen, die will ich sehen, die will ich sehen. Dann zeig mal her, wo ist die denn? Hier, sieh Hallo? Dir die Grafik an. Ja, wo? Ach, da. Monarch reißt die Bibliothek ab, um ein weiteres Forschungslabor zu bauen. Und wofür das alles? So ein Zeitstrahl. Du wirst es mir sicher gleich sagen. Schau mal gleich uns an. Um ihre Konzernagenda durchzusetzen. Schau dir diese Zahlen an. Nach und nach übernehmen sie die Stadt. Und niemand will es wahrhaben. Sieht nicht gut aus. Hey, ich muss mich jetzt mit meinem Freund treffen, aber gib den Kampf nicht auf, okay? Na gut. Viel Spaß mit deiner Affäre. Nicht ganz. So, was steht hier drin? Aufkauf von Riverport seit 1999 Aufkauf aller großen Technologieunternehmen und Sicherheitsfirmen in Riverport mit Geld aus dubiosen Geschäften. 2000, keine Beantwortung von Fragen, wer wirklich Monarch leitet. Aha, 2001 Aufkauf großer Medienunternehmen, es wurden keine Fragen mehr gestellt. 2006 Kauf von Gull Island, Abriss eines Kriegsdenkmals für den Bau der Fuel-Labore. Oha. 2008 Abriss des Hauptbahnhofs Riverport für den Bau des Monarch-Gebäudes. 2010 Kauf des gesamten Industriegebiets und der Trockendocks, wodurch tausend Menschen ihre Arbeit verloren. 2016 Vorhaben, die historische. Was ist Monarchs Ziel? Niemand weiß es. Wie leitet das Unternehmen? Niemand weiß es. Wann wollen wir die Antwort? Jetzt. Joa, es scheint ein sehr nettes Unternehmen zu sein. Auf jeden Fall. Ah. Haben wir hier was? Gucken wir mal. 5 von 6. Sehr schön. It's not a lake. It's an ocean. Nö. Dark matter and dark energy constitute over 95% of our universe. We're just a speck of light floating in an endless ocean of darkness. Sag mal, sind das echte Schauspieler? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sind das immer Sind wir jetzt bei Resident Evil gelandet oder was? Mann, bin ich das nicht gewesen gerade? Naja, nee, das war ich nicht. Kein Fall. Nee. Aber ich muss ein bisschen verguckt gerade, wenn ich mal so gucke. Nee. Also ich muss zugeben, ich verstehe kein Wort. Also warum es da überhaupt geht gerade so wirklich. Es erinnert mich wieder sehr stark an Resident Evil. Definitiv. Ah, ein Serienmörder. Okay. Return. All of us have two faces. The one we wear for all to see. And the face that lies beneath in the dark. Mhm. Also jeder von uns hat zwei Gesichter. Das eine sagt die Wahrheit, die eine ist... Oh, hi. Ey, irgendwie schlafen die alle hier. Habt ihr kein Zuhause oder was ist hier los? Oder übt ihr schon mal für euer zukünftiges Leben? No history, no future. Our history is ours. Okay. Gut, da sind wir einmal rumgelaufen, so wie es gewünscht ist. Ich schreibe mich gerade nur, wo die anderen Objekte dann sind. Aber hier machen wir alles abgeklappert, würde ich mal behaupten. Dann gehen wir mal hier zur komischen Schildkröte. Da ist ja das Labor. Thor war schon immer erfolgshungrig. Vom Erfolg getrieben. Er hat es auf eine ganze Reihe dieser junge Unternehmer des Jahreslisten geschafft. Und jetzt koordinierte er ein riesiges Projekt an der Universität. Für ihn war das eine große Sache. Hey, die Demo ist vorbei. Ab nach Hause. Gibt dir gleich ab nach Hause? Deshalb bin ich nicht hier, Chef. Sie brauchen nicht den Wachmann rufen. Arschloch. Was? Hey, willst du Backpfeife von mir? Hä? Ach. Los jetzt. Gehen Sie weiter. Nö. Wo ist Ihre Uniform?
Was war das? Kommen Sie schon. Ich erkenne Wachleute, wenn ich sie sehe. Sicher, dass Sie hier rumschnüffeln wollen? Sollte das eine Drohung sein? Echt niedlich. Ja. Gehen Sie einfach weg. Nö, ich bleib jetzt hier. Liam Burke, ein Monarch Security Officer. Unser erstes Treffen war geradezu herzlich, wenn man bedenkt, wie unser nächstes Treffen ablief. Oha. Oha, oha. Haben sich wohl zwei Gesuchten gefunden, ne? Was liebt, das neckt sich. Ja. So. Artikel in Erinnerung an Dr. Kim. Unser geschätzter Freund und Kollege Henry Kim, PhD, ist am Freitag, dem 12. Februar 2016, im Alter von 50 Jahren, verstorben. Das war kein Alter. Als Professor an der Riverport University wurde Dr. Kim für seinen unermüdlichen Einsatz in seinem Forschungsfeld und für seine Studenten gelobt. Sowohl Dr. William Joyce als auch Dr. Elton Meyer, deren Forschungsanstrengungen schließlich zur Entdeckung des Meyer-Joyce-Fields führten, waren seine Studenten. Später machte er sich als Leiter der physikalischen Forschungsabteilung bei Monash Solutions einen Namen, erhielt auch weiterhin seine Position und trug sehr zur Forschung an der Riverport University bei, wobei er seine Dienste für die Entwicklung vom Projekt Promenade zur Verfügung stellte, dessen Grundlagen die Entdeckung seiner Studenten bildet und an dem er bis zu seinem Tod auch arbeitete. Aha. Wann ist denn der gestorben? 6 von 16? Moment mal, hä? Muss ich jetzt nochmal zurück, oder wie? 6 von 16? Eben was? War das eben auch? Ich weiß gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich gehe nochmal kurz zurück. Eine Sekunde bitte mal. Ich check hier nochmal alles durch. Was noch so Tolles gibt hier. So, irgendwie. Ich möchte gerne alle Handlungsstränge schon haben. Was meint ihr? Soll ich die alle raussuchen? Oder. Also, ja, doch raussuchen passt ja. Oder soll ich einfach voranschreiten? Was wollt ihr denn haben? Das müsste ich mal wissen, bevor ich hier rumlaufe im Bekloppter. Ich schneide das natürlich zurecht. Ist ja klar. Lol. Dieses Objekt übrigens ist ein 3D Max, ein Standardobjekt. Das kannst du innerhalb von 2 Sekunden zusammenklicken. Ist ja lustig. Komm ich rein? Nein, das ist ein Glas davor. Das ist ja echt funny. Sieht voll kompliziert aus, aber ist es nicht. Gottes Willen, ist es echt nicht. Ist einfach ein Basic-Objekt. Zieht man auf und dann hat man diesen Knubbel dort. Das ist ein Torus, glaube ich. Ich weiß aber nicht mehr genau. Egal. Gut, gehen wir mal hier rein, die gute Stube. Eine Reise nur, um ein Forschungsprojekt zu sehen. Zwischen den Zeilen las ich, dass Paul unter sehr viel Druck stand. Er brauchte einen Freund. Ich wollte ihm helfen, so gut ich konnte. Gibt's ja gar nicht. Jack Joyce. Höchstpersönlich. Der hochverehrte Mr. Paul Serene. Wie geht's, reicher Mann? Halt die Klappe und komm her. Willkommen zu Hause. 6 Jahre. Ich dachte schon, du kehrst nie zurück. Ja, ich auch. Komm mit. Eine Sekunde. Ja. Wir gehen nach oben ins Labor. Wie war der Flug? Erste Klasse, danke. Ein deutliches Upgrade seit unserem Roadtrip nach Utah. Ich vermisse diese Zeiten. Ich schätze, dass Will nicht zu uns stoßen wird. Er weiß nicht, dass wir hier sind. Ich wusste, dass Paul Will um Hilfe bei seinem Projekt gebeten hatte. Will war die einzige Familie, die ich hatte, aber er war schwierig. Okay. Gut, gucken wir mal hier hin. Wie viel hast du ihn dafür bezahlt, dass ich das bei meiner Ankunft zu sehen kriege? Sowas ist deine Nummer zu billig für mich. Hey, Paul, glaubst du hast genug Platz hier? Nun, wir Geschäftsleute müssen ja irgendwo Golf üben. Bist jetzt still? Riverport University, Angestellter im Schlaglicht, Paul Serene, Projektleiter. Gott. Das müsste ich mal wissen, ob ich das alles vorlesen soll für euch. Oder ob es reicht, wenn ich einfach rauf und runter blätter. Na gut, wir lesen erstmal durch. Paul Serene, Hammer. Mit einer erfolgreichen Vergangenheit voller äußerst profitabler Geschäftsunterfangen schloss sich Paul Serene 2010 der Riverport University an. Ich verspreche dir, was ich dir zeigen werde, ist weit aufregender als die Lobby.
Ja, sei mal still da hinten. Das will ich ja noch sehen. Psst, ich bin am Lesen hier. Um eines der bedeutendsten physikalischen Forschungsprojekte zu leiten, das jemals an der Universität stattgefunden hat. Er ist der jüngste Projektleiter in der Geschichte unserer Universitäten, bis heute mit Abstand der erfolgreichste. Seine Beteiligung hat geradezu eine Flut an Unterstützung durch profilierte Investoren ausgelöst, was zu einem ambitionierten, bisher jedoch nicht enthüllten Quantenphysikprojekt geführt hat, das den Namen Projekt Promenade trägt. Ah, in seinen eigenen Worten. Ich selbst bin kein Wissenschaftler und daher hat es viele vielleicht überrascht, dass ich gekämpft habe, um die Stelle als Projektleiter der Entwicklung hier an der Universität zu erhalten. Für mich ist ein Traum wahr geworden. Als Heranwachsender war mein bester Freund der Bruder des berühmten Quantenwissenschaftlers William Joyce. Auf die Folter, was? Die kleinen Freuden des Lebens. Ich war schon immer von Williams Arbeit fasziniert und seine Publikationen zwischen 1997 und 1999 waren bahnbrechend für die wissenschaftliche Gemeinschaft. Als Geschäftsmann war es mir möglich, dabei zu helfen, den Pfad zur Erschaffung praktischer Anwendung von Williams Arbeit zu formen, indem ich auf der Basis aufbaue, die er mit einer Gruppe äußerst talentierter Wissenschaftler geschaffen hat. Das war die Grundlage für das Projekt Promenade und die Ergebnisse sind absolut revolutionär. Paul Searins Lieblingsteam sind die Riverport Rexes. Man kann ihn bei jedem Spiel in der ersten Reihe finden. Okay. Gibt's hier sonst noch was? 7 von 16? Eieieiei, gibt's ja viele Objekte. Haben wir sonst noch was hier irgendwo versteckelt? Ich glaube nicht. Ich geh mal weiter. Wir gehen hier lang, Jack. Ja. Ich will erstmal eine Cola ziehen hier. Kann ich das nicht? Na gut, ein Sizzle. Eine Cola. Oh, was steht denn da drauf? Okay. Ja. Ja, gleich. Moment, lass mich kurz mal umschauen hier. Sehen Sie mal. Ja. Die Anlage hier ist ganz ordentlich. Was soll ich sagen? Ich habe ein gewisses Talent, wohlhabenden Investoren das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja, kann man so sagen. Also ich will nicht wissen, was der Bau gekostet hat. So, bin fertig. Können weiter. Du verschweigst mir doch etwas. Geht es um meinen Bruder? Du machst dir immer noch Sorgen, hä? Wenn Will etwas falsch gemacht hat, dann... Jack, ich hatte einen Grund, mich bedeckt zu halten. Das Projekt, an dem wir arbeiten, es wird die ganze Welt verändern. Ach, warum habe ich das Gefühl, dass ich es gleich mit einer deiner langen Präsentationen zu tun bekomme? Oh, Stonecrow. Wie käme ich denn dazu? Oh, sieh mal, eine perfekt platzierte Präsentation zu unserem Projekt. Was für ein Zufall. Hingelegt? Schockierend. Okay. Spaß beiseite. Zum Labor geht's da lang. Komm. Ich schau mir erstmal die Präsentation an und schau mich hier nochmal um. Hübsche Geräte hast du hier. Ich würde mal wissen, was das hier gekostet hat. Komm, Jack. Nein. Hey, mach mal Popcorn. Hast du noch ein bisschen Popcorn für mich? Ich will mal die Präsentation mal sehen. Ich will deine Präsentation sehen. Ich weiß, dass du sowas liebst. Komm schon, Mann. Überrasch mich. Na gut. Wenn du darauf bestehst. Fortschritt. Das ist es, was unsere Spezies antreibt. Im Lauf der Geschichte haben wir lebensgefährliche Krankheiten besiegt und den Planeten erforscht. Oh, gut. Der Marketingmodus ist an. Unterbrich mich nicht. Aber es gibt etwas, das verhindert, dass wir wahren Fortschritt machen. Die Zeit selbst. Ich bin kein Wissenschaftler, aber man hat es mir folgendermaßen erklärt. Ein rotierendes schwarzes Loch ist theoretisch in der Lage, die Raumzeit zu krümmen, wodurch es potenziell möglich wird, durch Raum und Zeit zu reisen. Vor vielen Jahren stellte William Joyce, dein Bruder, die Theorie der Existenz von Kononpartikeln auf. Diese Partikel sind jetzt unter dem Namen Meyer-Joyce-Partikel bekannt. Sie erzeugen ein allumfassendes Feld, das konstante und gleichbleibende Fortlaufen der Zeit ermöglicht. Hier beim Projekt Promenade haben wir diese beiden Theorien zusammengeführt, um eine Möglichkeit zu finden, dieses Feld zu manipulieren, mit erstaunlichen Ergebnissen. Mhm. Das ist noch nicht alles, sollte aber als Einführung reichen. Ey, die Sonne geht auf. Cool. Okay, los geht's. Es geht also um Quantenphysik.
Paul, du weißt, dass mein Bruder sich viele Jahre in diesem Thema vergraben hat. Hast du Will deswegen als Berater hinzugezogen? Als Dr. Kim verstarb, war dein Bruder die logische Wahl als Ersatz. Wow, geile Aussicht auf jeden Fall, Leute. Boah. Alles abgeklappert, rinnen in die gute Stube. Oha. Die Tür geht auch noch zu. Willkommen zum Projekt Promenade. Nice, baby. Ach, Scheiße. Ihr müsst eine Menge Kohle zur Verfügung haben. Was ist das hier alles? Die Zukunft, Jack. Vor dir siehst du die größte Entdeckung unserer Zeit. Sehr beeindruckend, aber Will ist der Wissenschaftler. Wozu brauchst du mich? Es gibt einen Grund, warum wir das hier um 4 Uhr morgens machen. Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann. Du musst mir helfen, Will zu überzeugen. Ja, hatte ich mir schon gedacht. Als dein Bruder das Ausmaß unserer Anstrengungen erkannte, da... Nun ja, du kennst ja Will. Ja. Ja, ja. Naja, das ist typisch für ihn. Also, dieser Will, also ich weiß nicht, ey. 5 gegen Willi, sage ich nur. 5 gegen Willi. Kann ich hier mal einen Stecker ziehen? Einfach mal so... Also Leute, ich werde mich mal verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Kommentar doch da oder ein Abo oder ein Like. Ich würde mich sehr freuen. Also Leute, man sieht sich, man hört sich, man schreibt sich. Bis dann, euer Trixie. Ciao, ciao.